Immerhin, es steht bereits jetzt fest, Donald Trump wird als 45. US-Präsident in die Geschichte eingehen. Grund ist der neue Rekord, den der 70-Jährige derzeit aufstellt. Nach 4 Monaten im Amt ist er mit nur 38% Zustimmung so unbeliebt wie bisher kein anderer Präsident seit Einführung der Meinungsforschung. Aber es könnte noch dicker kommen. Unser Partnersender CNN berichtet, Trumps Anwälte würden sich bereits auf ein Amtsenthebungsverfahren vorbereiten. Grund sind die jüngsten Affären um den chaotischen Präsidenten. So feuert er FBI-Direktor James Comey, offenbar weil dieser zu tief in die Verbindungen des Wahlkampfteams von Trump zu Russland recherchieren lässt. Ich war wegen Russland großem Druck ausgesetzt. Der ist jetzt weg, soll Trump laut einem Bericht der New York Times über den Rauswurf von Comey gesagt haben. Dann soll Trump noch höchstpersönlich streng geheime Informationen an Russlands Außenminister Lavrov verraten haben. Ein Amtsenthebungsverfahren, ein sogenanntes Impeachment, gegen einen Präsidenten gibt es in den USA nur selten. Der bislang letzte Präsident, der eine solche Prozedur über sich ergehen lassen muss, ist Bill Clinton in den Jahren 1998, 1999. Es geht um die 6 Affären des damals mächtigsten Mannes der Welt. Clinton übersteht das Verfahren. Vor ihm tritt 1974 Richard Nixon zurück, noch bevor es wegen des Watergate-Skandals zu einem Impeachment kommen kann. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.